Zuerst will ich testen, ob so gut wie alles funktioniert und genau was auch nicht funktioniert. Und dann interessiere ich mich am allermeisten für diese ersten vier Kanäle. Um zu schauen, ob das alles funktioniert, schicke ich jetzt einfach mal Musik aus dem iPad auf die einzelnen Kanäle und schaue, was funktioniert alles, was funktioniert vielleicht auch nicht. Also was definitiv nicht funktioniert, ist das hier. Nämlich der Group Output 4. Ja, damit werden diese Taster mehr oder weniger sinnlos und Mischungen können zumindest nicht in richtige Subgruppen eingeteilt werden. Es gibt also definitiv Dinge, die auf diesem Mischpult im Moment nicht nutzbar und nicht funktionstüchtig sind. Dennoch möchte ich es gerne in meinen mittlerweile ziemlich digitalen Workflow im Studio einbinden. Was habe ich vor? Ich möchte gerne die ersten vier Inputs als Preamps für mein Recording-System benutzen. Wie soll das funktionieren, fragst du dich? Recht einfach. Jeder dieser vier Eingänge hat ja einen Preamp eingebaut. Und was ich mache, ist einfach nur den Kanal zu verwenden und den sogenannten Direct-Out von diesem Kanal, der sich hier auf der Rückseite befindet, der hier als Line-Out bezeichnet ist, abzugreifen. Das Mikrofon kommt also an den Mikrofoneingang des Mischpults dran. Und wenn ich jetzt in das Mikrofon reinspreche, hier die Solo-Taste drücke und hier oben den Preamp aufdrehe, dann wirst du da drüben bei Solo sehen, da kommen die Meter. Da sieht man schön, jetzt bin ich ungefähr richtig eingepegelt. Ich bin so bei hier um die Null herum, wenn ich ganz normal spreche. Und so wäre es ordentlich eingepegelt. Jetzt hören wir natürlich noch nichts. Dafür müssen wir jetzt den Ausgang dieses Kanals, also nicht des kompletten Mischpults, sondern nur dieses Kanals, mit der DAW verbinden. Hier auf der Rückseite befindet sich der Line-Out dieses Kanals. Mikrofon rein, durchläuft den Kanal, geht über den Line-Out raus und das ist total wichtig. Wenn du so einen Workflow benutzen möchtest, dann brauchst du einen Line-Out, manchmal heißt er auch Direct-Out am Kanal. Hier schließe ich jetzt die Klinke an und gehe dann an das Steckfeld, das die Line-Inputs von meinem Audio-Interface sind. Jetzt gehe ich hier in Line-Input Nummer 1 rein. Ich habe jetzt also das Mikrofon angeschlossen und auch schon eingepegelt und in der DAW den richtigen Kanal angelegt. Und wenn ich jetzt in das Mikrofon reinspreche, kommt aber auf dem Kanal trotzdem noch nichts an. Und es liegt daran, dass das Ganze Post-Fader aus dem Kanal rausgeht. Und es ist bei manchen Konsolen einstellbar, dass der Line-Output oder Direct-Out vor oder nach dem Fader rausgeht. In diesem Fall ist es super praktisch, weil ich ja gleich Soundeinstellungen machen möchte. Und der Fader, der gibt mir erst die Möglichkeit, dann trotzdem den richtigen Pegel aufzunehmen. Und das ist der Megahammer, weil man dann praktisch den Vorverstärker übersteuern kann und einen Klangcharakter, einen vielleicht sogar verzerrter Klangcharakter erzielen kann und dann trotzdem unverzerrt, also im Prinzip nicht digital übersteuert, in der DAW aufnehmen kann, indem man eben den Preamp übersteuert, so weit auftritt, bis er verzerrt, wie man, so viel wie man möchte, bis der Klang halt erreicht ist, den man möchte, und dann den Fader einfach so weit runterzieht nur, dass man den richtigen Aufnahmepegel, nämlich minus 12 bis minus 18 dB FS in der DAW hat. Schauen wir uns das oder hören uns das Ganze an. Ich drücke auf Record und spreche in das Mikrofon und aktuell ist der Fader unten. Und erst, wenn ich den Fader hochziehe, dann wird auch etwas ankommen. Und jetzt hörst du das DAW-Audio. Ich habe den Fader oben und hier auf dem Pult ist ordentlich eingepegelt und auch auf der Aufnahme ist ordentlich Pegel. Fast schon ein bisschen zu viel. Aber dabei habe ich hier den Preamp-Gain noch gar nicht so weit auf, wie es könnte. Wenn ich jetzt meine Stimme verzerren möchte, dann kann ich hier den Preamp hochdrehen und man hört ganz deutlich, wir gehen in die Saturation, in die Verzerrung. Für viele Instrumente ist es richtig cool. Das Problem nur auf dem Screen bedeutet das, dass wir viel zu heiß aufnehmen. Das ist einfach viel, viel zu viel Pegel. Und das Schöne ist jetzt, wir können zwar diesen Sound einstellen, wenn wir das möchten. Ja, für meine Stimme ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber für irgendwelche Scream-Vocals oder sowas könnte das cool sein oder auch für gewisse Kick- und Snare-Anwendungen. Wenn ich jetzt hier aber den Fader runterziehe, dann wird das aufgenommene Signal leiser. Wir hören immer noch die Verzerrung, haben aber jetzt wieder einen ordentlichen Aufnahmepegel. Vorher war das richtig, richtig laut und viel zu viel Aufnahmepegel und danach ist es der richtige Aufnahmepegel und der Sound ist trotzdem noch der gleiche geblieben. Ist das nicht cool?
Und dafür werde ich in der Zukunft dieses Mischpult verwenden. Für die Aufnahme von verzerrten, übersteuerten Signalen, trotzdem in der richtigen Lautstärke. Den korrekten Aufnahmepegel aufnehmen zu können, ist natürlich eine coole Sache. Aber es gibt noch was, was extrem praktisch ist, wenn man so ein Mischpult auf diese Weise verwendet. Nämlich die Einstellung des EQs in dem Kanal. Wir können also jetzt direkt schon bei der Aufnahme entscheiden, wie soll das Ganze nachher klingen. Der Equalizer, der muss einmal eingeschalten werden und ich gebe jetzt einfach meiner Stimme mal noch mehr Bässe und ich gebe der noch ein paar mehr Höhen. Und so klingt es gleich noch viel fetter und viel heller und offener. Und in den Mitten können wir auch mal gucken, ob es noch irgendwas gibt, was rausgezogen werden sollte, was nervt. Dafür hebe ich die Mitten mal an und schaue dann hier mal mit dem Times 10 Regler, wo in den Mitten ist was, was vielleicht nervt. Vielleicht ein bisschen tiefer, das ist doch, ja, vielleicht hier so ein bisschen nasal. Also jetzt nichts, was mich richtig hart nervt, aber vielleicht in dem Bereich ziehen wir ein ganz kleines bisschen raus. Ja, das wird dann schon fast dünn, also wir lassen das genau hier in der Mitte. Wir können einmal anhören mit EQ und ohne EQ, das hier ist ohne EQ und das hier ist mit EQ. Ist doch eine schöne Optimierung für meine Stimme. Und weißt du was? Es gibt noch eine Art, wie man dieses Mischpult sehr, sehr cool in den digitalen Workflow einbinden kann. Das zeige ich dir aber mal in einem anderen Video. Also abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Denn nur wenn der Algorithmus weiß, dass dir meine Sachen gefallen, dann wird er dir auch in der Zukunft andere Dinge vorschlagen. Also würde ich mich freuen, dich im nächsten Video wieder zu sehen, wenn wir uns auch wieder angucken, was dieses Mischpult noch alles kann und wie der Klang dadurch optimiert wird.